Hey, du hast dein Handy bei mir vergessen. Hallo? Bist du blöd? Timo, dein Handy liegt noch hier. Hallo? Das ist so gemein jetzt. Mir reicht es jetzt. Ich mach Schluss. Hey, kann ich dich kurz was fragen? Hätte ich bei dir eine Chance? Du hast so viele Chancen, wie gerade Sterne am Himmel zu sehen sind. Oh, das ist echt süß. Moment mal, es ist 15 Uhr. Man kann keine Sterne sehen. Eine Packung Eier, 6 Tomaten, 1 Kilo Mehl, 4 Äpfel, Putzmittel. Was? Soll mir das jetzt irgendwas sagen? Oh, hallo. Seit wann hast du mich denn bitte entblockt? Ich benutze den Chat hier als Einkaufsliste. Hey, na? Hey. Was machst du so? Ich zock gerade ein bisschen und du? Ach, nichts Besonderes. Sarah übernachtet bei mir und wir albern ein bisschen rum. Cool. Oh ja, wir reden gerade über Jungs. Sehr interessant. Aber sicher, bin gleich wieder da. Alles klar, bis gleich. 1:37 später. Hey, ich bin Sarah. Ich habe ihr Handy geklaut. Sie ist gerade im Bad. Oh, du böses Mädchen. Sag mal, kann ich dich was fragen? Klar. Stehst du auf Leonie? Nein, wie kommst du denn darauf? Na, du schreibst ihr doch immer. Nur weil sie mich ständig anschreibt. Komm schon, sei ehrlich. Du stehst auf sie, oder? Ja, okay, eigentlich schon. Ha, ich wusste es. Ich stehe schon seit ungefähr 2 Jahren auf sie. Ich würde so gern mit ihr zusammen sein. Oh, ist das süß. Ich werde ihr auch nichts sagen, versprochen. Leonie kommt gleich wieder aus dem Bad. Ich werde die Nachrichten löschen. Ja gut, mach das. 1:37 später. Hey, bist du noch da? Oder bist du zu sehr mit Zocken beschäftigt? Nee, ich bin noch da. Weißt du, Sarah hat mir gerade gesagt, dass sie mit dir über mein Handy geschrieben hat. Ja, stimmt. Und über was habt ihr so geschrieben? Ach, über nichts Besonderes. Sarah meint, du kannst es mir ruhig sagen. Es würde mich wohl freuen, sagt sie. Okay, ich sag dir die Wahrheit. Wir haben über den Sinn des Lebens gesprochen. Ach komm, sag mir die Wahrheit. Aber das ist die Wahrheit. Aber Sarah sagt mir, das stimmt nicht. Sie sagt, du sollst mir jetzt die Wahrheit sagen. Okay, okay, na gut. Ich sag dir jetzt die Wahrheit. Wir haben über dich gelästert, darüber, wie dumm du doch bist. Sarah sagt, das stimmt nicht. Aber danke dafür. Doch, das stimmt und gern geschehen. Als ob, das stimmt überhaupt nicht. Ach ja, und woher willst du das wissen? Weil Sarah neben mir sitzt und gesagt hat, dass es nicht stimmt. Ach echt? Ich wusste gar nicht, dass man über 1000 Kilometer Entfernung auch als nebeneinander sitzen verstehen kann. Wie bitte? Sarah ist doch bei mir. Das sagt doch schon eigentlich alles. Also, ich mache jetzt mein Handy aus. Ich will in Ruhe weiterzocken. Schließlich muss man Prioritäten setzen. Ciao, Kakao. Mein Penis war im Guinness-Buch der Weltrekorde. Ach, sag bloß. Na, wie lang? Keine Ahnung, da hat mich die Bibliothekarin schon rausgeschmissen. Och, Junge. Schatz, 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 Schatz. Stopp, 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 bin ja da. Was ist denn? Wir brauchen sowas unbedingt. Oh Gott, bitte nicht. Die sind doch toll, oder? Das kannst du vergessen. Ich werde sowas niemals tragen. Nein, nein, nein. Okay, aber wie wär's damit? Solche Höhlen wären doch auch voll schön, oder? Ich will diesen Pärchenmist nicht haben. Oh. Das Zeug ist echt mega kitschig und sieht auch noch scheiße aus. Ich sehe das aber anders. Wir kaufen uns sowas auf jeden Fall. Das sieht dann toll aus, wenn wir die beide tragen. Aber nicht dieses Zeug. Das ist doch total langweilig. Okay. Und was willst du stattdessen haben? Sowas vielleicht? Naja. Oder das hier. Das wäre bei uns sehr praktisch. Och komm schon, die sind doch total hässlich. Das will ich nicht anziehen. Und solche langweiligen Standardsachen, die du da vorgeschlagen hast, will ich nicht anziehen. Und deine vorgeschlagenen Sachen sind total doof. Entweder nehmen wir die, die ich vorgeschlagen habe, oder eben gar nichts. Okay, dann eben gar nichts. Oh nein, so nicht. Wir kaufen die hier. Keine Widerrede. Und du wirst diesen Pullover auch tragen. Fragt SpongeBob. Hey Patrick, was tust du eigentlich normalerweise, wenn ich nicht bei dir bin? Sagt Patrick. Auf dich warten, bis du wieder bei mir bist. Oh, wie niedlich. Weißt du eigentlich, warum du auf keiner Briefmarke bist? Nein, wieso? Na, weil dich niemand lecken will. Und weißt du, warum du keine Freunde hast? Hä? Weil dich keiner riechen will.
Sag mal, magst du eigentlich Wasser? Klar. Wieso auch nicht? Dann magst du 70% von mir. Da wäre ich mir nicht so sicher. Alles Gute zum Geburtstag, Max. Vielen Dank. Ich habe auch ein kleines Geschenk für dich. Zeig mal her. Hab sogar noch ein zweites für dich. Extra, weil du Geburtstag hast. Das ist ein wirklich tolles Geschenk. Und glaub mir, ich werde sicher eine gute Verwendungsmöglichkeit dafür finden. Du hast sogar zwei Verwendungsmöglichkeiten, wenn du willst. Oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Willst du mir auch verraten, welche? Bin echt gespannt. Klar, also die erste wäre... Jetzt sag schon. Du könntest sie dir über die Füße ziehen, damit sie nicht mehr so abartig müffeln. Oder, noch viel besser... Du ziehst sie dir über den Kopf. Das ist nicht nur super Verhütung, sondern auch ein Riesenlacher für mich. Das sind doch echt gute Verwendungsmöglichkeiten, findest du nicht? Hab noch einen schönen Geburtstag. Hey Schatz, ich bin gerade shoppen und habe ein echt hübsches Oberteil gefunden. Und? Was sagst du? Sieht doch gut aus, oder? Gefällt es dir? Ja. Ja im Sinne von ja oder eher naja? Ja. Meinst du jetzt ja oder eher ja? Mann, Schatz, ich hab doch schon gesagt, dass es mir gut gefällt. Wie oft noch? Okay, aber meinst du eher sehr gut oder nur gut? Gut. Dann also doch eher naja. Nein, es gefällt mir gut, Schatz. Aber warum nicht sehr gut? Keine Ahnung. Gibt hübschere Sachen, aber es sieht trotzdem schön aus. Zum Beispiel? Och, Fiona, bitte nerv mich jetzt nicht mit sowas. Na gut. Aber eine Frage habe ich noch. Die da wäre... Und wie findest du das Outfit hier? Super. Meinst du super gut oder eher super scheiße? Also doch eher das Zweite? Du, Leon, du willst doch nicht wirklich mit dem Rauchen anfangen, oder? Nein, natürlich nicht. Und wieso behaupten deine Freunde das dann? Weiß ich doch nicht, wieso die sowas sagen. Die meinten, sie hätten dich nach der Schule und an der Bushaltestelle rauchen sehen. Aha, okay. Also lüg mich jetzt nicht an. Es stimmt, oder? Ja, okay, aber ich rauch nicht richtig. Ach. Und was soll das jetzt wieder heißen? Naja, zum einen puff ich nur und zum anderen bin ich nur ein Partyraucher, kein richtiger. Na, großartig. Und was ist der Unterschied zwischen Partyrauchern und normalen Rauchern? Na, Partyraucher rauchen nur auf Partys. Und was war das dann nach der Schule? An der Bushaltestelle? Na, die Schule war aus. Das musste ich doch feiern. Es gibt immer einen Grund zu feiern. Man muss ihn nur finden. Du enttäuschst mich wirklich, Leon. Dass ich das geschafft habe, muss ich jetzt erstmal feiern. Du bist so ein Idiot. Hier riecht es nach los, Süßer. Was ist denn los, Süßer? Nichts. Und bei dir, Süße? Oh, wow. Also flirten kannst du auf jeden Fall nicht. Ei. I love you. Oh, ich liebe dich auch. Tube. I love YouTube. Hey Süße, wo bist du hin? Wieso bist du nicht mehr da? Ich komme in meine Wohnung und von dir fehlt jede Spur. Ich bin wieder zurück zu mir nach Hause. Hä, aber warum? Was gefällt dir denn bei mir nicht? Um ehrlich zu sein, dein Hund. Der greift mich ständig an, sobald er mich sieht. Als du kurz weg warst, hast du vergessen, die Zimmertür zuzumachen. Und dein Hund ist direkt ins Zimmer gestürmt und hat angefangen, an meinen Arm zu beißen. Ach Quatsch, das würde er nie machen. Der greift dich doch nicht an. Er freut sich nur immer so sehr, dich zu sehen. Und er knabbert nur an dir rum, weil er so deine Aufmerksamkeit bekommen will. Das ist völlig normal. Das nennst du knabbern? Das tut so verdammt weh. Ach komm, das ist doch halb so wild. Und wie schon gesagt, er beißt dich nicht. Er knabbert nur an dir rum, weil er dich sehr mag. Das fühlt sich aber nicht so an. Ich habe echt Angst, dass er mich verletzt. Ach bitte, das wird er schon nicht. Komm, vertrau mir. Ich vertraue deinem Köter nicht. Hey, 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 das geht jetzt zu weit. Du sagst nichts Gemeines über meinen Hund. Ich will ihn nicht mehr in meiner Nähe haben. Ach Süße, versuch dich einfach noch ein bisschen an ihn zu gewöhnen. Bald wirst du ihn genauso lieben. Nein, das kann ich nicht. Und was willst du stattdessen machen? Es jetzt klären. Entweder ich oder dein Hund. Los, entscheide dich. Girlfriend. Dog. Girlfriend has an end. Dog has no end. Wow, netter konntest du wirklich nicht mit mir Schluss machen. Hier haben wir jetzt noch eine weitere Folge, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Daneben könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Und darunter kommt ihr zu unseren WhatsApp-Hörspielen auf eurer Lieblings-Streaming-Plattform.